Hallo, hallo, bonjour, buenos dias, herzlich willkommen, herzlich willkommen bei FemTV. Mein Name ist René, wir sind trendy, stylish, modern und wir wünschen euch viel Spaß. Heute mit der Zusammenfassung Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund. Unser heutiger Werbepartner Clubshop, ein starker Partner in Merchandising. Der Start von der gestrigen Spiel, das Topspiel Borussia Mönchengladbach im Borussia Park gegen Borussia Dortmund. Gratulation an Borussia Mönchengladbach. Ein Top-Spiel, eine Top-Leistung, ein Top-Ergebnis. Ihr habt Borussia Dortmund vorgeführt und gezeigt, was das bedeutet. Gemeinsam sind wir stark, gemeinsam sind wir kombinationsstark. Mannschaftsleistung ist ganz wichtig. Von der ersten Minute bis zur 90. Minute. So wird Fußball gespielt. Marco Rose, Gratulation. Du hast deine Jungs so eingestimmt, so wie wir es uns wünschen. Und man kann nur nahtlos anerkennen, wie Fußball gespielt werden kann. Fußball kann so einfach sein. Man muss nur miteinander, füreinander auf dem Platz kämpfen. Das, was wir mal gehabt haben, was wir aber schon seit langem vermissen, weder in Edin, weder noch Elischain, hat mehr Zugriff auf diese Mannschaft. Die Mannschaft macht auf dem Platz, was er will und lässt den Fans, den Trainer und alle, die dazugehören, ganz schön aus, blöd aussehen. Gladbach hat um die Hälfte vom Wert des Kader weniger, aber bringt das Doppelte auf den Platz. Genauso wie Union, wie Freiburg. Das sind manche, die haben Kader, wo nicht viele Mittel nicht da sind. Aber da geht es um Leistung, da geht es um Liebe, da geht es um Leidenschaft, da geht es um Biss. Borussia Dortmund, wo bist du geblieben? Borussia Dortmund, wir Fans warten auf euch. Wir stehen tagtäglich hinter euch. Und was macht ihr auf dem Platz? Ein Scheißdreck macht ihr. Es tut uns an der Seele weh. Jedes Mal aufs Neue. So erhoffen, dass er auf den Platz kommt und diesen Leidenschaft, diesen Biss, diesen Ehrgeiz zeigt. Hinten, ihr seid noch schlimmer wie eine Schweizer Käse. Löcherig bis zum geht nicht mehr. Standards. Jedes Mal, wenn Standards kommen, dann kriege ich schon Magengrippe, weil ich weiß, boah, der geht garantiert rein. Und wenn dann ein Roman nicht der Leistung hat, wie er manchmal hat, er hat gute Tage, schlechte Tage, ist genauso inkonstant wie die Mannschaft. Ja, dann gehen die Bälle rein. Ja, und ein Mats, du kannst dirigieren, was du willst, wenn deine Mannschaft den mitmacht. Hör auf. Wenn dein Kapitän, ein Marco, schon auf dem Spielplatz mit hängenden Köpfen hängt, dann geht nichts. Edin, ich sage es wie es letztes Mal, sage ich einfach austauschen. Die Spieler, die auf der Bank sitzen, mal Anzug gehen lassen. Unsere möchten gerne Topstars auf der Bank sitzen lassen. 2, 3 Spiele und dann sehen, was wird. Schlimmer wie jetzt kann es ja nicht mehr werden. Und dafür haben wir ja Ersatzspieler. Rotieren, rotieren, rotieren. Und hoffe in der nächsten Woche, dass ihr die Köpfe freikommt. DFB sind wir noch drin, Champions League ist drin, alles ist möglich. Aber mit dieser Verfassung fliegen wir King Paderborn raus und King Sevilla raus in der Wartesaison Ende zu Ende. Ich wünsche euch alle ein wunderschönes Wochenende. Hoffentlich spielen die, die unter uns stehen, für uns, damit wir auf Tabellenplatz 5 stehen, damit wir nach oben noch nach 3 Punkte Champions League haben. Alles andere ist surreal. Ich wünsche euch alles Gute. Liebe Grüße von euren René von FemTV.